Hey Leute, willkommen zurück zu Owlboy. Unser heutiges Ziel: verhindern, dass die Piraten das letzte Relikt finden können, indem wir es zuerst finden. Okay. Macht's euch gemütlich im Haus, ich bin nochmal draußen. Gut. Auf nach Strato. Wir müssen ja unseren Fehler wieder gut machen. Blub, 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 blub. Eine Sache, die mir noch ein bisschen... ups, Gedanken gemacht hat zwischen den gesamten Geschehnissen, die hier waren, ist eine Sache, die Alphons in der allerersten Episode erwähnt hatte. Oder zweite Episode. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Im Endeffekt hatte er ja gesagt gehabt damals, dass sie eine Eule zu dem Relikt geführt hat. Nachdem das Relikt hier drinnen versteckt war, können wir es also nicht gewesen sein. Wir waren ja in der Höhle unterwegs und eingesperrt und ja. Und im Endeffekt, als wir an der Piratenbelagerung von Valley vorbeikamen, war hier ja alles noch in Ordnung. Das wäre uns so eigentlich aufgefallen. Was ich mich allerdings frage, welche Eule hat die Piraten überhaupt zu dem Versteck geführt? Zum Zeitpunkt des Piratenangriffes waren im Endeffekt so ziemlich alle Eulen da, die wir kennen. Abgesehen von Strix. Ich glaube, der war nicht da. Aber unser Lehrer, die beiden Scherzkrümel Fib und Bonacci waren da. Hast du Gelly gefunden, ha? Huh? Gut, ich bin mir sicher, dass es ihm genauso schmerzt wie den Rest von uns. Wir müssen aufeinander Acht geben. Ich bin froh, dass du nach ihm siehst. Naja, ich wollte nur kurz mal da vorbeischauen, ob er irgendwas Neues zu sagen hat. Auf jeden Fall, Fib und Bonacci sind da gewesen und haben ziemlich gemeine Sachen zu uns gesagt. Und dann war da noch Solus. Und ich weiß nicht, wie das ganze Spiel endet. Ich weiß nicht, wie die Story weitergeht. Wir erkunden es ja gemeinsam. Aber es ist immer der, den man am wenigsten erwartet. Der Stille im Raum. Der Ruhige. Ich weiß nicht, ob es ist, aber ich habe den Eindruck, dass Solus eine Rolle in der ganzen Geschichte gespielt hat. Eine größere, als wir erwarten. Weil das erste Mal, wo wir Solus kennengelernt haben, stand er direkt vor dem alten Relikt. Und letztes Mal ist er uns entgegengekommen und hat gesagt, dass er es hier nicht mehr aushalten kann. Und ist davongelaufen. Ich weiß, dass das etwas seltsam klingt, aber meine Vermutung ist, dass Solus mit den Piraten zusammen agiert hat. Und vielleicht Solus ihnen gesagt hat, wo das Relikt war. Ha, und die vermummte Gestalt ist auch da. Das heißt, die vermummte Gestalt ist auch mit den Piraten im Bunde? Ach du Schande. Verschwörungstheorien! Wir können es nur noch schlimmer machen. Es ist irgendwie düsterer als vorher. Okay, Freunde, wir sind in Tropos. Wenn wir weiter nach oben fliegen, werden wir eventuell Strato erreichen. Ich bin noch nie so weit oben gewesen. Ist es wirklich sicher, Alphons? Macht euch keine Sorgen, Meister Geddy. Ich habe Stratos Himmel schon viele Male bereist. Es gibt nicht mehr Gefahren als in irgendeinem anderen Ort, wo wir waren. Okay.
Ah, es ist Nacht geworden. Können wir damit jetzt was anfangen? Ich sehe immer noch traurig aus. Das finde ich sehr interessant. Ich mache einen sehr niedergeschlagenen Eindruck, sobald ich hier stehe und scheinbar nicht ganz weiß, was los ist. Ich frage mich, was hier ist oder wer sein wird oder war. Es ist sehr seltsam. Die Musik ist schön. Die ist wundervoll. Okay. 30 Münzen haben wir am Eingang vom Eulentempel vergessen. Wow, da habe ich eine Menge übersehen. Tropos und Strato. Okay, gut, in Strato war ich noch nicht, aber das ist auch noch ein ganz schönes Stück. Melli und die Höhle haben sich jetzt nicht wirklich verändert. Ich war ja nicht so intensiv dort. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja was. Ein kleines Gesundheitsupgrade wäre nicht schlecht. Willkommen! Schauen wir uns mal an, was du gesammelt hast. Du hast 916 Münzen gefunden. Na, schau mal eine an. Zeit für eine weitere Überraschung. Das nächste ist nicht nur cool, sondern auch sehr schick. Du wirst es einfach nur lieben. Hehe, gib mir mal eine kurze Sekunde. Pinguin! Sammelsoriumzeit? Sammelsoriumzeit. Hier, bitteschön. Es ist Buccaneers Super Suppenkaraffe. Nimm den tiefen Zug und sag mir, was du davon hältst. Wow. Muss wirklich starkes Zeug sein. Level hoch. Yep. Kein Grund mir zu danken. Bring mir einfach nur wieder mehr Münzen. Wow. Das hier muss ich noch finden und da bin ich auch knapp dabei. Da brauche ich noch eine verflixte Menge mehr Münzen. Oh mein Gott. Wenn ich mir anschaue, wie viel Münzen benötigt werden für das ganze Zeug, würde ich mal sagen, das Spiel geht noch viel länger als nur bis Strato. Ah, schauen wir mal nach dem armen kleinen Boguin. Es sind immer noch nicht mehr Leute hier hinten geworden, ha? Nicht. Hat man dir auch nicht erlaubt, mit Leuten zu reden? Naja, mach's dir hier gemütlich. Ich lebe hier hinten. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich stumm bin. Ich bin also wirklich nicht in der Lage, mit jemandem zu reden. Nicht auf herkömmliche Weise. Nebel. Oh, hey, mein Freund. Na? Hey, hey, Freund. Ach so, das ist der, den ich schon getroffen hatte. Hey, hey, Freund. Okay. Ah, das erinnert mich. Letztes Mal als wir hier waren, war ich bei einem Wasserfall gewesen, wo ich nicht hochfliegen konnte. Aber auf der anderen Seite war ein Haken gewesen. Ich kann irgendwas einfügen? Oh, die Münze. Okay, ich habe die Münze eingefügt. Passiert jetzt irgendwas, oder? Sesam, öffne dich. Sprich Freund und tritt ein. Okay. Wupp. Ups. Und weiter nach oben. So. Oh, hey, die zwei kenne ich doch auch. Danke für deine Hilfe in Advent, Jüngling. Es ist nur eine Schande, dass wir konnten nicht.
Ja, es ist eine Schande, dass wir Advent nicht retten konnten. Ich verstehe, was ihr meint. Hallo, Otus. Es freut mich, dass du es heil aus Advent daraus geschafft hast. Wir haben es gerade noch so geschafft. Und... oh, unser Gruppenführer hat es nicht geschafft. Wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, hätten wir dort sein können als... oh. Das Spiel ist wunderschön, aber es ist in irgendeiner Form auch sehr düster. Komm schon, hier muss man doch irgendwo rauskommen. Achso, man kann hier hochklettern. Okay. Hier muss man doch rüberkommen. Ich sehe da drüben einen Haken. Da will ich hin. Kann man sich von weiter oben runterschwemmen lassen? Na, kann man nicht. Ich weiß, dass es da oben weitergeht. Ich meine, wir haben jetzt jemanden, der heftige Ranken aus dem Weg schießen kann. Ich will nur... nein, irgendwo war hier... hier muss doch irgendein Weg sein. Ah ja, da sind wir nie lang. Wo sind wir jetzt? Musik hat sich geändert. Hopp, hopp. Das ist eine Kanone, das kann ich auch so sehen. Okay. Ich schätze, hier geht's in ein weiteres Areal. Okay. Da geht's nicht weiter, aber die Musik ist episch. Man kann sagen, was man will, aber Owlboy hat eine extrem stimmungsvolle Musik. Ups. Okay. Ja. Na, da waren wir schon. Da geht's in den Eulentempel. Okay. Schießen wir mal den Weg frei. Bada boom! Gute Freunde. Das ist im Hintergrund. Das ist okay. Stacheldi, Stacheldi. Oh, da ist eine Kiste. Au. Nope. Okay. Kann ich damit was anfangen? Hups. Nö. Das ist eine Kiste. Au, au. Oh, whoops. Den habe ich komplett übersehen. Mein Fehler. Mein Fehler. Ah, da kann ich... boom! Yep, hier habe ich ein paar Münzen. Okay. Da geht's auch weiter. Fliegender Kontinent, Tropos und rechts lang? Ups, sorry. Oh, Wasserfall. Ich hatte gehofft, dass man im Schutz vom Wasser darauf hüpfen könnte. Also werde ich irgendwann noch eine Mechanik finden, mit der man das Wasser... die Wasserfälle hinauf kann? Ich hoffe es mal. Ups. Okay, von da kam ich her. Von da kam ich her. Mal schauen.
Upp, upp. Dann geht's nicht weiter. Ich habe auch bis jetzt noch keine Boguins oder sowas gefunden. Die Pinguine. Ah, dich sehe ich. Und Alfons. Alfons kann Gärtner werden später. Der hat wirklich eine heftige Pistole. Kaboom! Und hui! Hilfe! Irgendjemand! Ich stecke hier unten total fest! Oh Gott, der kann nicht fliegen, der arme Kerle. Hey! Oh! Fröhlicher Tag! Sir! Sind Sie hier, um mich zu retten? Ich stecke hier schon seit einer Ewigkeit fest. Ich bin so hungrig. Ich wollte einfach... Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Oh, halt. Er war so hungrig, dass er seine Füße... Kurz davor war, seine eigenen Füße zu essen. Upsala. Hey da, mein Freund. Wow. Hast du dich gerade hier teleportiert? Ja, das habe ich. Ich schätze, ich bin inzwischen schon ziemlich daran gewöhnt. Wow, ich wünschte, ich könnte teleportieren. Ich würde nie wieder irgendwo stecken bleiben. Wusch. Einfach wusch. Wusch und weg. Genauso klingt, hört sich das an. Das ist super. Ich wäre sogar in der Lage, mich weg vor Buccaneers Schlägen weg zu teleportieren. Ich wäre sofort in der Lage, zu Buccaneer zurückzukehren. Yep. Das ist es, was ich möchte. Okay, also sollen wir dir heraushelfen oder... Ja, bitte. Okay, Otus. Du bist hier der Experte im Sachen durch die Leute tragen. Überlasse das mal dir. Tschüssi, teleportierender Mensch. Tschüss, Teleportermann. Boguin, willst du erst noch was essen? Schätze nicht. Heps. Ah, oh, er sieht aus wie eine kleine Kanonenkugel. Die sind so knuffig. Heppa. Wow, Sir. Vielen, vielen Dank. Von hier schaffe ich es total alleine. Ich werde außerhalb von Buccaneers Laden mit meinen Brüdern abhängen. Komm uns doch mal besuchen, okay? So wie der springt, hätte das bestimmt aus dem Loch geschafft. Oh, aber der ist so niedlich. Gut, dass ich nach da unten geschaut habe. Bling. Hallo. Der Abstand war fast etwas knapp. Und wupp. Schild. Okay, immer noch fliegender Kontinent, schwebender Kontinent und Tropos. Ich hoffe irgendwie immer ein bisschen, dass sich das die Beschreibung ein bisschen ändert. Au. Okay. Sorry. Whoops. Hey, Gaddy. Tschüss, Gaddy. Halt. Alfons, würdest du bitte? Vielen Dank. Die Pfeile zeigen in eine andere Richtung, ich weiß. Ich bin ein kleiner Schatzsucher.
Hep. Ich frag mich, ob Alfons da irgendwas machen kann. Ups. Die Pfeile zeigen alle in die andere Richtung. Nope. Alfons ist nicht effektiv gegen diese... Au. Schmerz, lass nach. Sorry, Alfons. Ich hoffe, es stört dich nicht, auf den Pieks des Stacheln zu stehen. Wo zum Geier fliegen wir eigentlich gerade hin? Gibt's hier irgendwo... Au, einen Schatz. Ah, Futter. Mumpf, Mumpf. Nee. Mumpf. Cool. Hooray, eine weitere von diesen Eulenmünzen. Okay. Catching. Eine weitere Münze. Mysteriös, mysteriös. Das Interessante ist, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich 2 von 3 dieser Münzen gefunden habe. Das ist wie ein Kirschblütenbaum. Oder ein sehr alter, weiser Baum. Wir sollen zum Sanktuarium kommen. Wupp. Au. Ja, da hätte ich vielleicht noch durchfliegen können. Ich sollte aufpassen, wo ich hinflatter. Vielleicht führt einer der anderen Wege zu der Schatzkiste, die ich gesehen hatte vorhin. Wuppdidu. Da wäre ich jetzt fast reingerauscht. Dieser Kreisverkehr. Es gibt nur eine Richtung. Ups. Au, 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 au. Den ganzen Weg muss ich auch wieder zurück. Was sind diese Ranken überhaupt? Hooray! Yep. Da ist die Kiste. Ups. Landen. Runtergehen. Kohle. Und futtern. Ich stoße viel zu oft an diesen Dornen an. Ich sollte wirklich besser aufpassen. Kann ich noch eins mümmeln? Ah, schön. Komm mal mit, Alfons. Ich habe da drüben ein paar Flattermänner gesehen. Boom. Au. Au. Okay, die können da durchfliegen. Schön zu wissen. Hab mich lieb. Hab mich lieb. Dum-di-dum. Dum-di-dum. Das darf ich. Au. Jetzt war ich so schön ausgewichen und bin in die Stacheln reingeflogen. Und dann hat er mich natürlich auch noch erwischt. Ich sehe schon. Die neue Spielmechanik. Dornen ausweichen. Und ich bin extrem schlecht darin, wie es scheint. Die Pfeile sind ganz praktisch, um wieder rauszufinden aus dem... Was ist das für ein Ding? Ist das eine Art Miniaturwächterfrosch? ja. Au. Oh mein Gott, machen die viel Schaden. Wow. Okay, ausweichen. Jetzt wirklich ernst nehmen. Wow, wow. Die Dinger sind hardcore.
So viel zu dem Thema, dass die nicht mindestens nur genauso und... Ah! Wow! Au! Wow! Alphons! 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 Boom! Au, au, au! Wow, die sind hardcore! Was ist mit denen denn los? Ich höre immer noch ein, zwei. Wow. Was sind das für Viecher? Alphons, du hast gesagt, es wäre nicht gefährlicher als irgendwo anders sonst. Warten. Warten. Okay. Oh, richtig gezielt kann man gegen die schon anstinken, aber ganz ehrlich. Das sind Hardcore. Okay, und boom. Goddammit. Oh. Alphons. So viel zu deinem Thema, es ist nicht gefährlicher als irgendwo sonst. Mit deiner Kanone? Nachvollziehbar. Ich glaube, mit Gaddy würde ich ausflippen. Okay. Die Gegner passen sich den Fähigkeiten der Mitspieler an. Mhm. Ganz vorsichtig, ich höre immer noch ein paar von den Viechern. Das ist eigentlich echt schön hier. Abgesehen von der Gefahr, die hier rumgeistert. Au! Nein, Alphons! Nein! Ah, verpflegst! Das Problem ist, jetzt fliegen sie so getrennt voneinander, dass ich... Boom! So. Wow. Oh nö. Oh nö. Noch mehr Wasserfälle. Okay. Das heißt, selbst hier hinfliegen und das Sterbsten war komplett unnötig. Weil ich mit den verflixten Wasserfällen noch nichts anfangen kann. Okay, da geht's hoch. Wo geht's darüber? Auch in den Tod? Oh, das Wasser wirkt hier. Das Gras wirkt hier sehr trocken. Eine Dürre? Ah ja. Schön. Ich habe die kurze Reichweite vergessen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding tut. Okay. Was auch immer die Pollen tun, das wird wahrscheinlich nicht gut sein. Alles hier ist gefährlich. Moment. Au, au, au. Ja, alles ist gefährlich. Alles ist gefährlich. Weg mit den verflixten Pollen. Oh, das ist scheinbar ein Allergiker oder sowas. Ah. Oh. Okay. Kling. Und ich schätze mal, die Tore werden sich öffnen, sobald ich auch die dritte Münze an Gott weiß, wo der nächste Platz ist, gebracht habe.
Könnte ich das bitte... Könntet ihr bitte aufhören, Pollen zu schießen? Danke. Papuf. Geht doch. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt alles kaputt zählen oder ob die sich nach einer Zeit wieder regenerieren. Hauptsache, sie sind weg. In die Richtung geht es eigentlich ganz einfach. Mit den Pollen. Ja, ich glaube, die Dinger regenerieren sich nach einer Zeit. Ja, oder auch nicht. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Aber wir haben der Münze schon wieder ihren neuen Platz zugeordnet. Oh, es sieht aus, als ob es Herbst wäre. Ups, Alfons? Yep, Alfons. Ich brauche was zu essen. Oh Gott, du schon wieder. Der schwebende Kontinent. Größtes der Ollenheime. Die Maschinen, die hier gebaut wurden, waren die besten, die die Welt je gesehen hatte. Zum ersten Mal hat Ollentechnologie die Fertigkeiten von Leben selbst überholt. Übertroffen. Es sah so aus, als ob die Ollen niemals das Ende der höchsten Höhen erreichen könnten. So sagen die Bücher von Noctahai. Ich frage mich, wenn ich den richtigen Weg gewählt hätte. Was? War das ein Bekannter von euch? Nein. Er weiß allerdings seine Eulengeschichte ziemlich gut. Und es sieht so aus, als ob er uns folgen würde. Wenn er irgendwas mit der Attacke auf Advent zu tun hatte, dann werde ich ihn das zahlen lassen. Nächstes Mal lass ihn uns schnappen. Wow. Wow. Von 0 auf 180. Naja, wir können es zumindest versuchen. Aber unsere wohl wichtigste Aufgabe ist es, das letzte Relikt vor Molstrom zu erwischen. Ja. Komm mal wieder runter, Gerdi. Alfons, würdest du bitte? Alfons, würdest du bitte? Gerdi? Ernsthaft? Ich dachte, du bist nicht effektiv gegen Stahl. Okay. Hinein mit uns. Ich werde sehr schnell wieder Game Over gehen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte.
So, okay. Die Lösung von dem Rätsel. Und ich gebe zu, ja, ich habe das jetzt halt im Internet nachgeschaut. Ja, ganz ehrlich, ich habe alles versucht an dem verflixten Ding. Naja, fast alles. Das Rätsellösung ist etwas seltsam, aber gut. Boom. Weil es ja so offensichtlich ist. Okay, Leute, ich bin kein großer Fan von dunklen Höhlen, und ich habe gehört, dass es fleischfressende Gnats in diesen Teilen gibt. Aber es ist der einzigste Weg vorwärts. Ich werde mit meiner Muskete bereitstehen, Meister Geddy. Es ist zwar nicht viel, aber ich kann uns ein wenig Licht damit verschaffen. Danke, Alphons. Das wird ausreichen. Warum haben wir diese Unterhaltung nicht vor der Öffnung der Türen gehabt? Das hätte mir zumindest einen Hinweis gegeben darauf, wie man diese verflixte Tür öffnet. Aber ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich habe die Eulenstatue nur als Deko angesehen. So wie viele andere auch wahrscheinlich. Rawr! Oh, sie haben es nicht... Sie haben nicht gescherzt, Alten. Sie sagten, dass es dunkel ist. Ups. Folgen wir mal den Mücken. Was ist das? Hups. Ah! Na, die werde ich nicht essen, auch wenn ich Hunger habe. Vorsichtig. Oh. Wow, es hat gerumpelt. Okay, da kommt irgendwas von oben runter. Ich denke, man ist ziemlich verratzt, wenn man das nicht isst, wenn man das isst versehentlich. Okay. Mumpf. Oh, wow. Oh, ich leuchte. Das ist cool. Ich nehme trotzdem Leuchtchen mit. Was sind das für heftige Teile? Doppelte Leuchtkraft. Nope. Ja, da war eins. Die Augen sind sehr hilfreich zum Erkennen, dass da was ist. Ups. Oh, es ist dunkel hier drin. Also da kann man sehr leicht irgendwelche versteckten Sachen übersehen. Ich habe auch inzwischen aufgehört zu leuchten. Mumpf. Sehr schön. Ich schätze, das ist wieder diese komische Erdrutsch. Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oder? Hätte ich dem folgen sollen? Ja, ich glaube schon. Okay, kann ich das Ding einfach nur gemütlich irgendwo absetzen? Wow! So, mehr Licht. Okay, das muss ein Spinnenteilchen da in der linken Ecke sein. Klick. Ah, cool, ich kann sie beschädigen. Das ist schön. Boom. Die schauen richtig cool dran. Ah, au, 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 au. Blödes Teil. Okay, der schwebende Planet ist verflixt dunkel. Zumindest dieser Abschnitt. Das Gute ist, ich muss nicht wirklich durchfliegen.
Dum-di-dum, dum-di-dum. Oh. Ja. Die locken einen mit den Ringen dort rein. Das ist fies. Aber so nach ungefähr dem 10. von diesen Viechern sollte man es eigentlich besser wissen. Haha. Habe ich gesehen. Ah, okay. Zwei auf einen Streich. Zwei auf einen Streich. Ah, okay. Ich hoffe, ich muss den nicht alle kaputt machen. Boom. Muhaha. Ich bin echt nicht nett zu denen gerade. Ah, okay, von hier unten bin ich hergekommen. Bip. Boom. Das Angenehme ist, dass selbst mit dem kleinen Feuerchen... Oh, wow, zwei auf einen Streich. Kann ich die immer noch anzünden? Flip. Schauen wir mal, ob das irgendwas hilft. So, ich denke, ich habe jetzt alle... Nein, habe ich nicht. So. Ah, ja. Schatzkiste. Okay, Alfons, du darfst aufmachen. Oh, ja. Schatzkiste. Wuhu. Ich schätze mal, das bist du, Alfons. Ah, sehr schön. Der Kontinent ist verrammelt und verriegelt. Also wirklich schwerste Geschütze. Tja. Ah, es wird heller. Oh. Nein, 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 nein. Der Kapitän wird sehr zufrieden mit uns sein, wenn wir ihm dieses Relikt bringen. Nein! Schnell, schnapp es dir und lass uns hier nicht länger rumstehen. Okay. Ups. Wow, was passiert hier? Ich glaube, du hast einen Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Viel Spaß mit dem Wächter! Ah, du hast es irgendwie verbockt. Ich verziehe mich, bevor du noch irgendwas weiter vergeigst. Hey, warte doch! Na toll, jetzt dürfen wir uns mit dem Wächter prügeln. Sehe ich jetzt schon kommen. Und hallo, Erdwurm? Er sieht aus wie ein Würmchen, das... Okay. Hätte ja sein können. Böses Erdwürmchen, bleib wo du bist. Ich werde weglaufen dürfen. Oh, wow. Es ist ziemlich überwachsen hier. Üpp. Oh, oh, oh. Hallo, Mr. Fisch. Guten Nachmittag, Sir. Ah, der ist wieder da. Der war im letzten Tempel auch. Cool. Okay, ich kann da nicht hängen bleiben. Das ist schön. Und da ist ein Loch. Oh Gott. Alphons? Licht. Licht. Au. Kann ich mich verstecken? Padaboom. Ah, das ist verflixt dunkel. Nehmen wir erstmal den Weg, wo wir sehen. Oh oh. Alphons, kann deine Waffe nicht etwas schneller sich aufladen? Okay, der ist... Wow. Hi. Badaboom. Hm. Tipp? Nö. Ja, jetzt hat... Tipp? 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 Boom. Eulenstatue. Okay, das ist eine
ihn gar nicht aktiv. Hm. Aber es wird heller. Das ist doch mal schön. Ich weiß, dass sie mich irgendwo hinführt, aber ich weiß, dass da oben noch was war. Vielleicht kann ich ja... Oh! Haha! Schatzkiste! Zahlt sich doch aus. Wortwörtlich. Okay. Wow, ich habe 1171 Münzen. Schick, schick. Na gut, jetzt wollen wir den Glühwürmchen. Boom. Wenn man es zu eilig hat, fliegt man da volle Kanne rein. Warten. Oh, es wird so dunkel. Rauf und runter. Au. Au, au. Was? Was ist passiert? Ich habe Schaden genommen. Oh, oh. Au. Au, au, au. Ich glaube, ich habe Mücken gefunden. Ups. Ich glaube, ich habe böse Mücken gefunden. Ah, da sind noch ein paar. Sehr schön. Ah, wenn man sie im richtigen Winkel schießt, kann man damit vielleicht die... Warten wir mal. Oh Gott, ich bin kurz wieder vor tot. Nein! Ah! Whoops, sorry. Sorry, Gaddy. Ich schätze, das ist effektiver, auch wenn es langsam geht. Ja. Yep. Effektiver, auch wenn es langsamer geht. Ups. Ja, das geht viel besser. Mann. Schätze, der hat schon nicht mehr überlebt. Tschüssi. Hapf. Ah, da kommt das Ding her. Okay. Alfons mag zwar eine Menge... Au. Alfons mag zwar eine Menge Durchschlagkraft haben, aber... Bis er mal was schießen kann, das dauert halt so ewig. Das gleicht Gaddy extremst gut aus. Nein. Ups. Au. Okay, den hatte ich nicht kommen sehen. Den hatte ich nicht gesehen. Auf das Loch hatte ich nicht mehr geachtet. Und
Kaboom. Wechseln wir nochmal. Ich höre ein paar von den Viechern. Hab euch. Hä? Oh wow. Scheinbar gibt's da ein Geheimnis. Cool. Ah, Gaddy. Sorry. Ich muss was essen. Ich hab zu viel abgekriegt. Ah. Bin echt nicht nett zu meinen Freunden. Ringe. Sehr schön. Sehr schön. Oh ja. Alphons, sorry. Pieksechen? Pieksechen? Überall gibt's Pieksechen? Wow. Da-da-da. Ja-da-da. Nope, 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 yes, nope. Oh, wow. Futter. Okay, Mampf. Ich glaube, ich werde jetzt gleich in den Wächter reinrennen. Und boom. Okay, die hier vertragen gar nicht mal so viel Schaden. Wow. Okay. Oh my God. Ja, sobald sie mich einmal treffen und ich nicht mal an meine Kollegen komme, bin ich so richtig verratzt. Neuanlauf. Und das hoffe ich mal, ist dann auch der einzigste Anlauf, den ich brauche. Weil so schnell kann sich Alphons seinen Schuss gar nicht erholen. Nach oben docken. Nicht reinfliegen. Komm schon, wie viel? Wie viele sind denn das noch? Wow. Puh, geschafft. Ich hatte mir ein bisschen mehr Sonnenlicht erhofft. Okay, ja, nein. Okay. Okay, ich würde mal behaupten, das war's für heute. Das wird jetzt gerade sehr abstrakt. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye, Allboy. Ciao.